Noch einmal bitte einen herzlichen Applaus für Herrn Joachim Staubach. Danke. Danke sehr. Danke. Danke. Und nun möchte ich, dass Sie auch die zweite Teilnehmerin begrüßen heute Abend. Begrüßen wir unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Schönen guten Abend. Guten Tag. Der Schalter funktioniert. Lassen Sie uns also gleich beginnen, Frau Bundeskanzlerin. Vielleicht können Sie ja mal uns erzählen, wie haben Sie die letzten 4 Jahre erlebt? Wie sieht es aus im deutschen Land? Es ist gerade 3 Jahre her. Da hatten wir den stärksten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte unseres Landes. 5% des Bruttoinlandsprodukts. Wir mussten im Jahr 2010 einen Krisenhaushalt mit einer Neuverschuldung von über 80 Milliarden Euro vorlegen. Das war die höchste Neuverschuldung, die je in einem Haushalt stand. Und wir konnten sagen, 2011 konnten wir als erstes großes Industrieland das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Wenn die wirtschaftliche Lage sich vernünftig weiterentwickelt, dann werden wir 2014 daran arbeiten, die strukturelle Neuverschuldung noch einmal zu senken, und zwar auf null. Auch ein ambitioniertes Ziel. Und 2016, das können Sie der mittelfristigen Finanzplanung entnehmen, wollen wir die Neuverschuldung auf null geführt haben. Das wäre das erste Mal seit über 40 Jahren. Das ist unser Blick in die Zukunft, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der ist vernünftig. Diese Erfolgsbilanz darf man ja mal aussprechen. Und ein nüchterner Blick auf die Fakten zeigt, diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren. Dass eine Regierung sich selbst lobt, ist ja verständlich. Da kann man auch gar nichts dagegen sagen. Man muss jetzt einfach die Fakten sehen. Und die Fakten zeigen, dass die Masseneinkommen, also die Einkommen der breiten Bevölkerung, seit dem Jahre 2000 nicht angestiegen sind. Dass wir jetzt über Mindestlöhne sprechen, über Mindesteinkommen, weil das nicht mehr ausreicht zum täglichen Leben. Darüber muss man sprechen. Die Masseneinkommen sind nicht mehr angestiegen, weil Inflationsrate die bescheidenen Lohnsteigerungen aufgezehrt haben und weil der Fiskus noch zupackt, egal ob es nun wirklich real verdientes zusätzliches Geld ist oder bloß inflationär aufgeblähtes Geld. Das muss man sehen, und weiter muss man weiter, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie ganz stolz darauf sind, dass Sie jetzt die Schuldenquote herabsetzen können und eine Nullverschuldung anstreben. Wissen Sie, das geht auf Kosten der Sparer. Sie haben ganz niedrige Zinsen, egal ob Sie nur eine 5-jährige Anleihen oder 10-jährige Anleihen auflegen, aber die Sparer bluten dafür. Das nennt man in den Technikerkreisen finanzielle Repression, also die Ausbeutung der Sparer, damit der Staat sich entschulden kann. Das kann keine gute Politik sein. Die Politik der Bundesregierung muss darauf gerichtet sein, die Vermögensbildung, die Geldvermögensbildung der Bürger zu fördern. Und wenn Sie stolz darauf sind, dass wir es gut aus der Krise geschafft haben, Sie sollten sich in der Eurokrise die Länder anschauen, die jetzt wirklich große Schwierigkeiten haben. Man darf doch nicht verschweigen, dass viele Länder, gerade Spanien und Griechenland, hohe Arbeitslosigkeit haben. Bei den Allgemeinbeschäftigten, vor allen Dingen bei den Jugendlichen. 57% in Spanien, 59% in Griechenland. Das kann man doch nicht außen vor lassen. Wir sind doch in einem Boot. Und wenn Sie sagen, uns geht es gut, dann müssen Sie doch sehen, dass es den anderen schlecht geht. Das kann man einfach nicht ausschalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer das ausschaltet, ja, der blendet auch die Realität aus. Und das darf eine Bundeskanzlerin nicht tun. Meine Damen und Herren, natürlich ist Deutschland mit dem, was ich hier beschrieben habe, mit dem, was wir noch weiter in Angriff nehmen werden, nicht eine Insel, sondern tief vernetzt in die Weltökonomie und in die europäische Wirtschaft. Und Europa befindet sich in einer eher ernsten Lage. Und deshalb finde ich, sollten wir auch mit wirklicher Ruhe, mit Anerkennung für das, was in Europa passiert, aber auch mit der Anerkenntnis, dass diese Dinge nicht in 1-2 Jahren zu lösen sind, auf das schauen, was da passiert ist. Und wenn der Chef des EFSF und des ESM, Herr Regling, vor wenigen Tagen uns sagt, die Unterschiede in den Lohnstückkosten zwischen Nordeuropa und Südeuropa sind von 50% auf 20% heruntergegangen,
dann ist das nicht alles, aber es ist ein wichtiger Indikator, der dafür spricht, dass daraus auch Arbeitsplätze entstehen werden, genauso wie aus den Arbeitsmarktreformen, die wir in Deutschland durchgeführt haben, meine Damen und Herren. Ja, ich meine, es ist ein bisschen zynisch, Frau Bundeskanzlerin. Die Produktivität in diesen Ländern und damit der Rückgang der Lohnstückkosten wird mit Arbeitslosigkeit erkämpft. Wenn Sie eine zurückgehende Konjunktur haben und Arbeitskräfte entlassen werden, dann werden immer diejenigen Arbeitskräfte entlassen, die am wenigsten produktiv sind. Was Sie gerade dargestellt haben, Frau Bundeskanzlerin, ist nichts anderes, als dass diese Menschen leiden und arbeitslos werden. Und dass dann natürlich dann die Produktivität ansteigt, derjenigen, die zurückgeblieben sind, die weiter im Arbeit sind, das ist ja klar. Aber es geht ja doch um diejenigen, die Arbeit suchen. Und anzunehmen, dass aus der Entlassung von Arbeitskräften zugleich wieder neue Arbeitsplätze entstehen, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich schon abenteuerlich, diese Auffassung. Frau Bundeskanzlerin, der Staat gegen Wahl ist ein sehr düsteres Bild. Wie sieht es denn aus mit dem Fortschritt in Europa? Passiert noch was oder nicht? Sie überlegt noch. Auch wenn ich die Letzte bin, die irgendetwas schönreden wollte, so sollten wir doch zur Kenntnis nehmen, dass dass Griechenland in den letzten 2 Jahren bei allen Rückschlägen durchaus auch Fortschritte erzielt hat. Es ist der griechischen Regierung zum Beispiel gelungen, das Primärdefizit von 10,6% des Bruttoinlandsprodukts im Jahre 2009 auf 2,4% im letzten Jahr zu senken. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, will durch weitere Sparmaßnahmen bereits im nächsten Jahr einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Es wird seine Produktivität verbessern, indem zum Beispiel die Wettbewerbsbehörde gestärkt, Dienstleistungen liberalisiert, Genehmigungsverfahren für strategische Infrastrukturprojekte vereinfacht werden. Spanien, die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, hat eine Schuldengrenze beschlossen, die vor allem auch die nachgeordneten Verwaltungen zu ausgeglichenen Haushalten verpflichtet. Ja, in der Tat sind die laufenden Defizite zurückgegangen. Und das hat man erkämpft mit Steuererhöhungen auf breiter Front, mit Gehaltskürzungen und dann auch natürlich mit spezifischen Steuererhöhungen. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass jetzt die Gesamtverschuldung nicht zurückgeht. Die Länder müssten nicht nur ihre Primärverschuldung herunterbringen, also das, was vor den Zinszahlungen jetzt im Haushalt erscheint, sondern sie müssten weit darüber hinausgehen können. Und wenn man jetzt Griechenland betrachtet, die jetzt ihren Primärdefizit von 10,7 auf 2,4 heruntergesetzt hat, die Staatsverschuldung steigt weiter an. Die Länder sparen und sparen und die Staatsverschuldung steigt weiter an. Die müssten 10% sozusagen Überschuss erwirtschaften, um die Staatsdefizite gleichzuhalten. Daran sieht man, wie schwierig es ist für diese Länder und in welche Rezessions- und Schuldenfalle sie getrieben worden sind. Und man muss natürlich jetzt auch sehen, Frau Bundeskanzlerin, das darf man ihnen nicht durchgehen lassen. Als wir in diesen Schwierigkeiten waren, die Sie gerade für diese Länder geschildert haben, wissen Sie, was Sie da für uns empfohlen haben? Wir haben ein Konjunkturprogramm von 108 Milliarden Euro aufgelegt. Das waren insbesondere Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben die Sozialleistungen auf angehoben. Kurzarbeitergeld ist nichts anderes als Anhebung von Sozialleistungen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären bei uns 2009 10% der Beschäftigten nicht mehr im Beruf gewesen. Die wären entlassen worden. Wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen sie durchziehen. Und es hat sich auch bewährt. Sie empfehlen genau das Gegenteil von dem, was Sie bei uns gemacht haben. Ja, wie soll ich das nennen? Das kann ich nur zynisch nennen. Diese Länder werden aus der Rezessionsfalle nicht herauskommen. Und wenn Sie sagen, ja, die Wachstumsraten sind ja nun jetzt nicht mehr ganz so negativ, also der Fall ist nämlich ja ganz abrupt. Ja, sie sind gewissermaßen auf der Talsohle angekommen, bei einer Arbeitslosigkeit, die bei 20% und mehr liegt. Und das ist nun weiß Gott kein Erfolg. Und da muss man jetzt eine andere Politik machen. Und da hat Herr Steinbrück recht gehabt, als er gesagt hat, die Politik, Frau Bundeskanzlerin, die Sie diesen Menschen zumuten, ist eine Konsolidierungskeule. Diese Menschen werden mit der Maßnahme, die sie da haben, nicht glücklicher. Sie werden sozusagen stärker in die Rezessions- und Schuldenfalle hineingestoßen. Das darf man auch mit der schlichten Reduktion der Primärdefizite nicht begründen. Frau Bundeskanzlerin, es ist ja reichlich bekannt, dass Ihnen ja gerade das Wohl der Jugend in Europa am Herzen liegt. Könnte ich denn sagen, was haben Sie in dem Bereich unternommen,
um die Jugendarbeitslosigkeit gerade in Südländern weiter zu reduzieren. Und auf dem Januargipfel haben wir beschlossen, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um arbeitslosen Jugendlichen schneller Arbeitsmöglichkeiten, Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten zu geben. Dazu sollen nationale, aber auch europäische Ressourcen effizienter eingesetzt werden. So können zum Beispiel die Strukturfondsmittel flexibler eingesetzt werden und ganz bewusst auch für mittlere und kleine Unternehmen eingesetzt werden, kombiniert mit der Notwendigkeit, dann auch junge Menschen einzustellen und ihnen eine Arbeitschance zu geben. Ja, Frau Bundeskanzlerin, diese 6 Milliarden sind ja nur ein Durchschütteln der bisherigen Programme. Da ist ja nichts Zusätzliches. Es muss dann noch beantragt werden, anzunehmen, dass mit dem Zusammenkratzen von Kohäsionsfondsmitteln die Jugendarbeitslosigkeit beseitigt werden kann. Ja, das ist doch geradezu ein Witz. Man muss sich vorstellen, es sind ja 57% und 59% in Spanien und in Griechenland arbeitslos. Ich wiederhole das. Und diese jungen Leute haben nur eine Frage. Die Frage lautet, in welches Land wandere ich aus? Nach Deutschland oder in die USA? Das kann doch nicht das Schicksal und es darf nicht das Schicksal dieser Jugendlichen sein. Europa muss doch in der Lage sein, die jungen Menschen dort zu beschäftigen, wo sie wohnen, wo sie ihre Heimat haben. Dieses Europa zwingt diese Menschen dazu, auszuwandern. Das ist doch das Schlimmste, was man überhaupt diesen jungen Menschen antun kann. Und dann zu kommen mit diesem 6-Milliarden-Programm, das ist doch nicht mal ein Tröpflein auf einen heißen Stein. Also ich kann nur sagen, da müssen Sie doch wirklich an die Grundübel und die Grundprobleme dieses Landes herangehen. Und die lauten einfach, es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden, dadurch, dass eben Kapital zufließt in diese Länder, das produktive Arbeitskräfte braucht. Und wenn wir jetzt hingehen und diesen Jugendlichen Angebote machen, dass sie bei uns arbeiten können, das ist geradezu zynisch. Nicht, man muss sich jetzt vorstellen, diesen jungen Menschen arbeiten und dann sagt man, kommt zu uns. Und wenn dann Kapitalgeber in diese Länder kommen wollen, dann sind die besten Arbeitskräfte abgewandert. Ja, was wollen sie eigentlich? Wollen sie den Ländern helfen oder wollen sie, dass diese arbeitslosen, gut ausgebildeten jungen Arbeitskräfte bei uns die Lücken füllen? Das kann doch nicht das europäische Solidarität sein. Frau Bundeskanzlerin, wir haben gehört, Herr Zawadki hat jetzt ganz bewusst auch davon von der europäischen Solidarität gesprochen. Wie sehen Sie das denn? Wie wirkt denn der Euro auf diese Stabilität aus? Die europäische Einigung war, ist und bleibt die bestechendste, die großartigste und die verheißungsvollste Idee, die Europa je gesehen hat. Sie ist das Vermächtnis der politischen Generationen vor uns. Der Auftrag unserer politischen Generation heute ist es, dieses Vermächtnis zu schützen und das 21. Jahrhundert zu Europas Jahrhundert zu machen. Nur eine schonungslose Analyse unserer eigenen Erfahrungen in Europa weist uns den Weg aus der Krise. Die gegenwärtige Krise des Euros ist die größte Bewährungsprobe, die Europa seit Jahrzehnten, ja wohl seit der Unterzeichnung der römischen Verträge im Jahre 1957 zu bestehen hat. Diese Bewährungsprobe ist existenziell. Und ich sage hinzu, sie muss bestanden werden. Bringen wir es auf den Punkt. Der Euro, der zusammen mit dem Binnenmarkt das Fundament für Wachstum und Wohlstand auch in Deutschland darstellt, der Euro ist in Gefahr. Wenden wir diese Gefahr nicht ab, dann sind die Folgen für Europa unabsehbar. Und dann sind die Folgen über Europa hinaus auch unabsehbar. Es geht um viel mehr als um eine Währung. Die Währungsunion ist eine Schicksalsgemeinschaft. Es geht deshalb um nicht mehr und nicht weniger als die Bewahrung und Bewährung der europäischen Idee. Denn scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ja, zunächst muss ich der Bundeskanzlerin recht geben, die europäische Integration ist eine großartige Angelegenheit. Ich habe das als Student erlebt. Mein wissenschaftlicher Lehrer Alfred Möller-Amark war Staatssekretär unter Ludwig Erhard und war zuständig für europäische Angelegenheiten. Da habe ich gesehen, wie dieses Europa entstanden ist, welcher Enthusiasmus dahinter steht. Und jetzt sehe ich mit Entsetzen, dass das, was diese Menschen aufgebaut haben, jetzt aufs Spiel gesetzt wird, weil man eine falsche Strategie anwendet. Und wenn man sagt, man wollte das Vermächtnis wahren, ja, da muss man auch die richtige Strategie anwenden. Wenn Sie sagen, der Euro ist das Fundament, nein, der Euro ist der Spaltbild Europas. Applaus
Der Euro ist eine gute Sache. Die Zusammensetzung der Eurozone ist das Problem. Wir haben auf der einen Seite hochwettbewerbsfähige Länder und auf der anderen Länder, die im Rahmen der Währungsunion ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Das muss man jetzt einfach sehen. Und wenn Sie sagen, scheitert der Euro, scheitert Europa. Nein, Frau Bundeskanzlerin, wenn der Euro scheitert, dann scheitert Ihre Politik, aber nicht Europa. Europa ist mehr als eine Währung. Europa ist mehr als eine falsch konstruierte Währungsunion. Helfen unter der Bedingung, dass die beschlossenen Maßnahmen für langfristige Stabilität sorgen. Deutschland tritt für dauerhafte Stabilität in Europa ein. Das war so bei der Gründung der Wirtschafts- und Währungsunion und das ist auch heute so. Und das wird auch in Zukunft so sein. Niemanden in Europa werden wir das ersparen. Europa ist unser Schicksal und unsere Zukunft. Und weil wir überzeugt sind, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Deutschland, der stärksten Wirtschaftsnation Europas, kommt in dieser Lage eine besondere Verantwortung zu. Und Deutschland nimmt diese Verantwortung wahr. Die glückliche Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hin zu einem freien, einigen und starken Land ist von der gleichzeitigen Geschichte der Europäischen Union nicht einmal in Gedanken zu trennen. Die europäische Einigung ihrerseits ist ohne die deutsche Beteiligung überhaupt nicht vorstellbar. Deutschland lebt in der Europäischen Union in einer Schicksalsgemeinschaft. Ihr verdanken wir Jahrzehnte des Friedens, des Wohlstands und des Einvernehmens mit unseren Nachbarn. Der Krieg, der nicht zuletzt durch deutsche Schuld immer wieder Europa verwüstet hat, verschont unseren Kontinent inzwischen so lange wie nie zuvor in der jüngeren Geschichte. Wir Bürgerinnen und Bürger Europas, wir sind zu unserem Glück vereint. Für diese Überzeugung hat noch jede deutsche Bundesregierung von Konrad Adenauer bis heute gearbeitet. Wir arbeiten für ein starkes Europa, das seine Rolle in der Welt geeint und entschieden wahrnimmt, das seine Werte und Interessen selbstbewusst verteidigt. Das war, ist und bleibt Deutschlands und Europas Zukunft. Ja, Frau Bundeskanzlerin, natürlich leben wir in einem friedlichen Europa und wir haben ja auch den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Meines Erachtens haben wir ihn einige Jahre zu spät bekommen, denn wir haben jetzt nicht mehr dieses einheitliche, dieses gemeinschaftliche Europa, seitdem wir den Euro haben. Seit der Einführung des Euro ist Europa auseinandergebrochen und seit dieser Zeit auch werden uns Ressentiments entgegengebracht, weil man sagt, dass Deutschland uns anderen Ländern Reformen aufzwingt, die uns nicht helfen, sondern weiter in die Rezession hineinstoßen. Wenn beispielsweise portugiesische Intellektuelle Sie ausladen wollen oder wenn Sie bei einem Staatsbesuch in Griechenland im letzten Herbst 7000 Polizisten brauchen zu Ihrem Schutz und wenn Konrad Adenauer, den Sie angesprochen haben, nur 7 Polizisten brauchte, dann zeigt das doch, dass wir nicht sozusagen dem Frieden entgegengeben, sondern dass wir uns schützen müssen, dass Sie geschützt werden müssen, wenn Sie Staatsbesuche machen. Das ist doch nicht das Europa des Friedens, das Sie hier gemalt haben. Das Europa des Friedens bedeutet doch, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Jetzt ist es so, dass Griechen und so weiter, die griechische Volkswirtschaft nicht mehr selbstständig sind. Die griechische Regierung muss das tun, was die Troika, also die Experten aus internationalem Währungsfonds, aus Europäischer Zentralbank und aus der Kommission Ihnen vorschlagen. Die griechische Regierung kann doch gar nicht mehr für ihre Bevölkerung da sein. Sie muss nach dem Diktat dieser Troika arbeiten. Das ist nicht das Europa, was ich mir vorgestellt habe. Ich möchte ein Europa haben, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnen können. Frau Bundeskanzlerin, Herr Sabatini zeigt Ihnen ein recht düsteres Bild von der Zukunft. Was sagen Sie denn? Wie soll es denn weitergehen? Was sind Ihre nächsten Schritte? Marathonläufer erzählen oft, dass ein Marathonlauf ungefähr ab Kilometer 35 besonders anstrengend und schwer werde. Aber sie sagen auch, dass die ganze Strecke geschafft werden kann, wenn man sich von Beginn an der Größe der Aufgabe voll bewusst ist. Und es bleibt unumgänglich. Wir müssen das nachholen, und zwar endlich, was bislang versäumt wurde, was weder mit dem Maastricht-Vertrag noch dem Lissabon-Vertrag geschafft wurde, die notwendige wirtschaftliche Verzahnung der Europäischen Union. Sie muss der Währungsunion folgen
Ohne sie wird die Währungsunion auf Dauer nicht bestehen können, meine Damen und Herren. Der Marathonläufer weiß beim Kilometer 35, dass er noch gut 7 Kilometer zu laufen hat. Und dann ist er am Ziel. Diese Länder kennen das Ziel nicht. Die wissen nicht, wie lang der Marathonlauf ist. Sie wissen nur, dass sie jetzt sozusagen sich gequält fühlen, dass sie sich nur vorwärts schleppen. Sie haben aber kein Ziel vor Augen, denn sie sehen ja nicht, dass es besser wird. Nicht der Marathonläufer, der schöpft noch mal Hoffnung und Kraft, wenn er weiß, das Ziel ist jetzt gut, 7 Kilometer von mir entfernt, und dann nimmt er nochmal alles zusammen. Diese Länder haben dieses Ziel nicht, haben diese Hoffnung nicht. Und deswegen kann man das auch nicht vergleichen mit dem Marathonlauf. Diese Länder brauchen jetzt eine wirklich gute Perspektive. Sie müssen wieder ein Geschäftsmodell bekommen. Denn jeder Schuldner, der seine Schulden zurückzahlen soll, braucht ein Geschäftsmodell, das es ihm ermöglicht, Überschüsse zu erwirtschaften. Und da müssen wir ansetzen. Frau Bundeskanzlerin, Sie hätten sich fragen müssen, was müssen wir für diese Länder tun, damit sie ein Geschäftsmodell bekommen und nicht einfach nur Geld ausgeben, das den Banken zugutekommt. Damit hilft man diesen Ländern nicht, und ich kann das nicht oft genug wiederholen. Diese Länder brauchen ein Geschäftsmodell. Und innerhalb der fehlkonstruierten Währungsunion wären sie dieses Geschäftsmodell nicht bekommen. Da muss man einen anderen Weg gehen. Man muss jetzt nicht mehr sie fragen, was muss ich noch tun, um Banken zu retten? Nein, das Ziel muss es sein, wie kann ich Länder retten? Und diese Frage haben Sie noch nie beantwortet. Frau Bundeskanzlerin, Hand aufs Herz, konkret, wie soll das jetzt weitergehen? Was sind Ihre Zukunftspläne für Europa? Diese Sehnsucht, auf die bin ich hier schon oft eingegangen. Es möge doch die eine Aktion geben, den einen Befreiungsschlag, die eine Wahrheit, mit der morgen die Probleme nicht mehr auftauchen. Diese Sehnsucht wird es nicht geben, meine Damen und Herren. Die Sehnsucht gibt es, aber die Antwort auf diese Sehnsucht wird es nicht geben. Sie ist menschlich verständlich, diese Sehnsucht, aber es wird sie so nicht geben, die Antwort. Es ist ein Prozess, und was über Jahre und Jahrzehnte nicht gemacht wurde, kann nicht über Nacht aufgehoben werden. Und deshalb werden wir auch weiter schrittweise vorgehen müssen. Es gibt ganz einfache Ausarbeitungen, zum Beispiel der Weltbank, wo beschrieben steht, wie Europa seinen Glanz wiederherstellen kann. Restoring the Luster of Europe. Allein in dem Titel drückt sich schon aus, dass bei uns etwas nicht richtig gelaufen ist. Europa hat sich aufgemacht, die Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden. Wir sind hier mit ganz Sicherheit in einem Wettlauf mit den Märkten, das spüren wir jeden Tag. Aber ich kann uns nur dringend raten, und ich werde dafür in Los Cabos eintreten, dass wir diesen Weg Schritt für Schritt weitergehen, damit das Fundament, auf dem wir unsere Zukunft aufbauen, ein ehrliches und ein vernünftiges Fundament ist, meine Damen. Um aber jetzt noch weiter voranzukommen, müssen wir uns dem Kern der Krise stellen, und zwar der Einsicht, dass wir es im Euroraum zwar mit einer Staatsschuldenkrise zu tun haben, vor allem aber auch mit einer Vertrauenskrise. Meine Damen und Herren, es gibt zwei Institutionen, deren Vertrauen in dieser ganzen Zeit weitestgehend unangetastet ist, deren Glaubwürdigkeit unverändert hoch ist. Das sind zum einen die Gerichte, in Deutschland das Bundesverfassungsgericht, in Europa der Europäische Gerichtshof. Und das sind zum anderen die Notenbanken, die nationalen Notenbanken wie die Europäische Zentralbank. Es ist höchstes Gut unserer Demokratien, die Glaubwürdigkeit und die Vertrauenswürdigkeit dieser beiden Institutionen, der Gerichte wie der Notenbanken, zu schützen und zu wahren. Und das geht, indem man ihr Wesen, also ihre Unabhängigkeit, achtet, und zwar in jede Richtung. Und deshalb werde ich auch in Zukunft nichts von dem kommentieren, was nationale wie europäische Gerichte, was nationale Notenbank wie die Europäische Zentralbank tun oder was sie lassen werden. Allerdings ist es natürlich wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist eine andere als die der Fed in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bank of England zum Beispiel, und da brauchen Sie gar nicht aha zu sagen, meine Damen und Herren, sondern das ist ja festgeschrieben in den Verträgen. Die Aufgabe heißt, die Geldwertstabilität zu sichern, und genau das tut die Europäische Zentralbank, glaube ich jedenfalls,
Und davon bin ich zutiefst überzeugt, meine Damen und Herren. Frau Bundeskanzlerin, der frühere württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel hat einmal gesagt, wie könne man von den Bürgern erwarten, dass sie in ihre Regierung Vertrauen hätten, wenn diese Regierungen in einer Nacht, die Europa verändert hat, in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai, die No-Bail-Out-Klausel einfach vom Tisch gewischt haben. Die No-Bail-Out-Klausel ist die Grundlage der Währungsunion, nämlich dass jedes Land weiß, dass es alleine für seine finanziellen Verpflichtungen verantwortlich ist. Seitdem diese Klausel sozusagen gestrichen worden ist, haben wir diese ganzen Probleme, die Sie jetzt geschildert haben. Die haben ja auch gesagt, der Euro ist in der ernsten Situation, er ist in einer krisenhaften Entwicklung aufgrund der Politik, die wir betrieben haben. Und dann muss ich sagen, wenn Sie Vertrauen anfordern, dann müssen Sie zunächst einmal auch selber Recht und Gesetz achten. Dann werden die Bürger auch wieder Vertrauen bekommen. Denn jetzt lassen Sie mich doch kurz zu Ende sprechen. Sie haben ja gleich noch die Möglichkeit, das zu sagen. Das teuerste Rechtsgut, was wir hier in Europa haben, ist der europäische Rechtsstaat. Das römische Recht, die Magna Charta, die Bill of Rights, Montesquieus Gewaltenteilung, alles das sind Elemente des europäischen Rechtsstaates. Und jetzt sind wir von einem europäischen Rechtsstaat zu einer politischen Hauruck-Gesellschaft gekommen, wo nicht mehr das Recht entscheidet, sondern gewissermaßen die politische Opportunität, die sich an irgendwelchen Märkten oder verzerrten Märkten orientiert. Das ist nicht, was den Menschen Vertrauen verschafft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da sind und dem Bundesverfassungsgericht klar machen, auf uns kann sich stützen. Wir sind für Recht und Gesetz. Wir sind dafür, dass der europäische Rechtsstaat wieder in seine alte Funktion eingesetzt wird. Wenn Sie in diesem Zusammenhang von mir sprechen, Herr Stavaki, dann bin ich der Ansicht, dass Sie natürlich unsere Partei ja relativ für Deutschland meinen. Frau Merkel, wie stehen Sie eigentlich zu den Leuten, die kritisch der gesamten Europolitik und der Rettung des Euros gegenüberstehen? Ich kenne die Stimmen derer, die fragen, ob Griechenland nicht ein Fass ohne Boden sei, ein hoffnungsloser Fall, ob es nicht für alle besser sei, wenn Griechenland wieder die Drachme einführte, seine Währung abwertete und so Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen könnte. Ob es in einem Wort der Eurozone nicht besser ohne Griechenland ginge als mit Griechenland. Diese Fragen haben ihre Berechtigung. Nach Abwägung aller Pro- und Kontra-Argumente komme ich jedoch zu dem Ergebnis, dass die Chancen, die in dem neuen Programm liegen, seine Risiken überwiegen. Vor allem überwiegen die Chancen die Risiken, die darin liegen, sich jetzt von Griechenland abzuwenden. Ich halte diese Risiken für unkalkulierbar und deshalb für nicht verantwortbar. Niemand kann abschätzen, welche Konsequenzen eine immer noch ungeordnete Insolvenz Griechenlands für uns alle und damit auch für die Menschen in Deutschland hätte. Niemand kann abschätzen, welche Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland entstünden. Niemand kann abschätzen, welche Auswirkungen eine Verweigerung des zweiten Griechenlandsprogramms auf die anderen Programmländer Portugal und Irland, gegebenenfalls dann auf Spanien und Italien, schließlich auf die Eurozone insgesamt und letztlich auf die ganze Welt hätte. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland soll und muss ich zuweilen Risiken eingehen. Abenteuer aber darf ich nicht eingehen. Das verbietet mein Amtseid. Deutsche und europäische Einigung waren und sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das werden wir nie vergessen, meine Damen und Herren. Ich bin mehr denn je überzeugt, wenn Europa weiter aus seinen Fehlern der Vergangenheit lernt, und zwar auf allen Gebieten, wenn Europa diesen Weg weiter konsequent fortsetzt, dann werden wir unsere Ziele erreichen. Eine starke und stabile Wirtschafts- und Währungsunion, eine starke und stabile Europäische Union als Ganzes. Unser Ziel ist ein starkes,
ein gestärktes Europa der Stabilität und des Wachstums. Ein Europa, das so auch in der globalen Welt des 21. Jahrhunderts seine Werte und seine Interessen behaupten kann. Dafür wird diese Bundesregierung weiter mit ganzer Kraft arbeiten. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was Ihr Ziel ist. Peer Steinbrück hat letztes Jahr in einer Bundestagsdebatte gesagt, Frau Bundeskanzlerin, Sie sagen den Bürgern nicht die Wahrheit. Sie führen sie hinter die Fichte. Wir stecken bereits mittendrin im Schuldensumpf bis zum Bauchnabel. Wer diesen Weg weitergeht, den Sie, Frau Bundeskanzlerin, für erfolgreich halten, ja, der wird bald bis zum Hals im Schuldensumpf stecken. Sehen Sie, und deswegen treten wir an. Und alles das, was ich gerade aufgeführt habe, wird von den regierenden Parteien verschwiegen. Es hat noch nie eine solche Diskrepanz zwischen Slogans gegeben und den Sorgen der Bevölkerung. Und deswegen nehmen wir uns der Sorgen der Bevölkerung an und wir denken auch, dass wir dafür ein Mandat bekommen, um für die Bürger im Bundestag zu kämpfen.